So, liebe Leute, da sind wir auch wieder zurück. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal den neuen Normandy an, was es hier alles so gibt. Also das sieht ja relativ gleich aus wie vorher. Alter, sind wir gerade irgendwie... Das mit den Pop-Ups da rechts, glaube ich, könnte ein bisschen nervig werden. Spacig. Okay, hier geht es dann wieder raus wie vorher. Dann lass uns doch mal schauen, was sich sonst noch so verändert hat hier. Aber sieht schon geil aus. Aber ich traue der KI noch nicht. Waffenspind. Waffenkammer, okay. Das Edi. Waffenspind, Ausrüstung auswählen. Machen wir mal. Shepard. Also warte, die vier Optionen. Bogenprojektor. Machen wir mal. Okay. Das wäre mal das. Hier sind die ganzen Waffen. Nice. Ich frage mich, ob sich das vielleicht noch anpasst, je nachdem wir mal halt andere Waffen haben. Und der Hauptgenerator. Also das ist schon mal neu. Hi Jakob, mit dir über die neue quatschen. Kommunikationsraum. Das ist auch schon mal anders. Mit dem gebaut. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Ja, ist ja gut, da gehe ich halt nicht rein. Okay, dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Oh, was ist das? Also, einfach eine Schildwaffenkammer. Aufzug. Joker möchte, dass Sie auf die Brücke kommen, Commander. Ja, später. Ich will jetzt mal ein Schiff angucken. Dann gehen wir mal zum Aufzug. Das ist neu. Quartier des Captains. Das schaue ich mal als erstes an. Okay, jetzt sitzt hier. Aquarium ohne Fische drin. Da haben wir unser privates Terminal für Nachrichten. Die Trophäen können wir uns hier angucken. Die Ausrüstung können wir anpassen. Könnte einen guten Drink haben. Und die Musikanlage. Okay, ich lasse das mal aus. Gerade ein bisschen arg laut. Okay, dann hätten wir das hier schon mal gesehen. Mannschaftsquartiere. Schauen wir das mal als nächstes an. Crewdeck. Lebenserhaltung dürfen wir nicht rein. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Ich bin der Captain. Das Backbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Ja, so viel zum Status, Captain. Ja. Also, hier schläft die Crew. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Okay. Sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hm? Doch. Okay, Starboard. Okay, das dürfen wir wieder nicht rein. Women's Restroom. Damen-Toilette. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Okay. Okay, hier die Herrentoilette. Alles klar. Können wir hier was machen? Können duschen. So geiles Kommentar. Okay, was haben wir hier hinten? Ah, das gab's doch bei der alten. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Ah, okay, das ist Mirandas Büro. Ja, mit dir will ich aber nicht quatschen. Und das scheint die Küche zu sein. Was auch immer das hier ist. Was haben wir da vorne? Hauptgefechtsstand. Ja, dürfen wir leider auch nicht rein. Obwohl wir der Captain sind. Und das sieht nach dem medizinischen Labor aus.
Moin. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Da, Captain. Mein Gott. Gut, dann hätten wir das gesehen. Dann gehen wir nochmal eins weiter runter. Maschinendeck. Mal schauen, was hier so Tolles zum Sehen gibt. Nicht sehr viel. Treppenhaus. Maschinendeck. Ja, wortwörtlich Maschinendeck. Moinsen und tschüss. Was kann ich denn da machen? Überwachungsstation benutzen. Da kann ich aktiv gar nichts machen. Da darf ich auch nicht hin. Ja gut, haben wir es gesehen. Schauen wir mal ganz kurz wegen Missionen im Tagebuch. Aufträge, Projekt Feuergänger, Rosalie verschollen. Das Projekt Feuergänger von Zebras berichtet, dass ein Forschungsschiff in der Nähe von der Planeten Zione verschwunden ist. Das Schiff hat die Wissenschaftler und den Prototypen eines Fahrzeugs zur Planetenerkundung an Bord. Mhm. Und wir sollen es wieder beschaffen. Das, glaube ich, wäre dann unser Rover wieder. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Abschlussstelle der Normandy, die Allianz hat das Wrack der SVV Normandy auf dem Planeten Alchera gefunden. Sie hat darum gebeten, dort ein Denkmal aufzustellen, um Spuren der 20 noch vermissten Crewmitglieder sicherzustellen. Das machen wir als allererstes. Und bei Missionen. Ach, das sind jetzt die ganzen Dossiers, was er gemeint hat, was wir uns anschauen sollten. Ich meine, klar, Kollektoren aufhalten, Dossier, Meisterdiebin, Veteran, Citadel, der Rat, genau. Ja, das schauen wir uns später an. Wir machen das mit der Normandy als Ehre zuerst. Das heißt, Alchera, merken wir uns. Und Joker wollte mit uns quatschen. Deck 2. Joker möchte, dass Sie auf die Brücke kommen, Commander. Ja, ich weiß. Da gehe ich auch gerade hin. Außerdem. Ehrlich, das ist da unten die Brücke? Naja. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, sie können einen aber echt runterziehen. der KI traue ich nicht. Gut, dann fliegen wir mal. Bus. Ruckelt ganz leicht. So, also, das mit dem Denkmal. Wo war das jetzt nochmal? Aufträge. Alchera. Okay, ja, ich möchte. Ach so, ich muss das mit der Maus machen. Treibstoffdepot. Alles neu hier. Wir haben nicht genügend Treibstoff, um noch eine relevante Entfernung zu überwinden. Okay, also das gehört jetzt auch dazu. Sehr interessant. Ja dann. Wo ist das jetzt? Ach, da hinten.
weiß nicht, ob ich das System jetzt besser finde als das alte. Der Normandy, was kann man hier hinten machen bei dem? Halt, geh mal zurück. Unerforscht. Nö. Ah, gehen wir jetzt erstmal hier hin. Umlaufbahn anfliegen. Anomalie geortet. Okay. Scan starten. Starte Sonde. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Können wir mal landen. Ich glaube, das mit den Rohstoffen wird auch noch ein Thema. Man sieht es zumindest im Menü. Nein. Muss ich hier Stress erwarten? Das ist irgendwie gruselig, hier die Normandy so zu sehen. Ich gehe mal hier rein. Um das Monument zu platzieren. Da war Dienstmarke. Aber ich dachte, da werden so viele Geheime und Top-Technik in dem Schiff. Hätte es nicht Sinn gemacht, hier Sachen wieder zu holen? Kapsel runtergegangen. Haben wir den Kommandant drüber gesprochen? Nee, das lese ich nicht. Hier sind wir dann raufgegangen. Das ist echt ein bisschen bedrückend. Jo, was auch immer ich mit dem machen werde. Ich aber nicht, ob ich jetzt alle 20 finden kann.
will ich noch nicht platzieren, weil ich habe Angst, dass ich dann einfach wieder gehe. Dann. Naja, Tatsache. Noch eine Marke. Gerade mal die Hälfte. Und hier geht's nicht weiter. Habe ich alles in meiner Hosentasche gehabt. Ah, ich sollte über sowas keine Witze machen. Da was drin ist. Oh, es sind Dienstmarken drin. Dann hätte ich die anderen vielleicht doch kaputt machen sollen. Da waren wir noch nicht. Gut, dass wir jetzt hier nochmal lang gegangen sind. SR1. Mir ist klar, dass es jetzt nicht gerade das Spannendste ist, aber das war mir schon wichtig, dass wir das tun. Ja, hier. Ich würde gerne die Kapsel da aufmachen. Einmal finden, umso schwieriger wird's, ne? Da muss aber schon gewesen. Das ist ein bisschen morbid zu sagen, man könnte eigentlich den hier retten. Sieht jetzt ja nicht so schlecht aus vom Zustand. Was ist das jetzt? Achso, das war wieder Element Zero. Und da hinten haben wir noch eine Kiste. Schauen wir da noch vorbei. Eins fehlt noch. Oh, das eine Ding noch finden. Wo könnte das sein? Komm, lass mich darauf. Da rauf. Mein Gott, ich muss doch nicht immer die Waffe zücken hier. Schauen wir hier nochmal, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe.
Apropos, N7-Helm. Ach, das ist sogar meiner. Der kaputt ist. Hier liegt auch nichts. Okay, Ausdauer ist auch ein Ding. Lange laufen ist nicht. Bis auf das Datenpad war hier nix. Einen jetzt noch finden. Wenn ich da jetzt noch lange brauchen werde, dann werde ich das schneiden für euch. Einmal noch hier abgehen. Schauen wir hier noch mal rein. Nö, nada. Aber ich konnte mir ja nicht reingehen. Nee. Und vielleicht irgendwo in der Mitte. Ey, komm. Oh, da ist was. Yes, die letzte Dienstmarke. Sehr gut. Ja, dann könnte man hier wieder gehen. Oder müssen wir ja sonst noch was machen? Tagebuch. Ein gewaltiges Opfer informiert. Ja, okay. Dann wieder Retour. Die ist immer mega laut. Okay, beenden. Okay, als nächstes Tagebuch, Aufträge. Was war das? Ja, das war das mit dem Maki-Ding da. Kollektoren aufhalten, ja. Und das sind jetzt die... Macht Sinn, zuerst mit dem Rat zu reden. Das mit dem Rat wird vielleicht Sinn machen. Ah, Professor, das, der, was sie erzählt haben, der Warlord. Okay, Dr. Irgendein Warlord, der Kroganischen Rebellion gekämpft hat. Okay, das ist ein Kroganer. Das könnte Stress bedeuten. Oh, ein Scharfschütze. Gefangene. Passendes Strafregister. Okay. Die mächtigste Biotikerin, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Sehr interessant. Der Veteran, ein exzellenter Kampf, Mann gegen Mann mit kleinen Einheiten. Okay. Ich glaube, wir machen erstmal die Zitadelle. Alex, die Karte öffnen. Aber bevor wir das tun, würde es mich noch interessieren, was passiert, wenn wir hier so unbekannte Planeten erforschen. Den da Umlaufbahn anfliegen. Scan starten. Ich muss auf die Anzeige da rechts gucken. Wo war denn das jetzt?
Was ist denn das, was wir dann bekommen? Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Okay, also so kriegen wir die ganzen Ressourcen. Starte Sonde. Okay, dann müssen wir mal, wie das funktioniert. Dann gehen wir hier mal wieder weg. Ah, ich wollte eigentlich nicht ganz rausgehen. Ja, das wird also noch mit den Farmen interessant. Geht das auch bei den ganz kleinen? Oh ja, Tatsache. Machen wir das mal hier noch. Machen wir irgendwie beides. Mal das mal so. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Ja, ich glaube, das sind so Sachen, was ich dann in Zukunft für mich machen werde. Ich glaube, das ist für euch nicht so interessant, wenn ich dann hier die Sachen farme. Okay, Citadel. Achso, 60%. Also befühlen wir dann, okay. Den machen wir noch, schauen, ob das dann hier voll wird. Wobei, macht ja keinen Gas Sinn, das heißt, na, es sind noch zwei. Hier lang. Passportal Omega Arian der Professor. Oh, das mit einem Sprit ist aber. Zur Hälfte verbraucht. Wo ist denn die Zitadelle? Gehen wir erstmal hier rein, weil ich glaube, wir brauchen Sprit. Treibstoffdepot. Tanken. Ach so, mit dem Massenportal. Ah, interessant. Ach, das war nur der kleine Sektor, den wir dort... Wow, die Karte wird richtig groß. Citadel und die Meisterdiebin ist da auch. Citadel, bitte danke. Aber die werden Augen machen. Andocken. Ja, schon mal episch aus. Ja, haben ja nur euch zwei, ne? Ja, vorerst schon. Gruppenwaffen. Haben wir eh nicht sehr viel. Lass mal alles so, wie es ist. Ja, erstmal weiter. Also, beenden. Okay. Basic. Shepard, geben Sie das Passwort ein, dann erhalten Sie ein Gratisgeschenk. Wer sagt es? Und die kennen wir ja auch noch. Und ihr. Probleme mit Kollektoren? Wie wär's mit einem Kredit bei Kazumi? Ach, Werbung. Geben Sie mir bitte Ihr Passwort, Commander Shepard.
Schluss mit dem Mist. Sie wissen, wer ich bin, Kazumi. Ich bin nicht hier, um Spielchen zu spielen. Ich habe ja schon gehört, dass Sie hart drauf sind, Shep. Aber ich dachte, Sie wären für sowas durchaus zu haben. Kazumi Goto zu Ihren Diensten. Aber das wussten Sie ja offensichtlich schon. Was soll das mit dem Passwort und der Heimlichtuerei? Sind Sie in Schwierigkeiten oder so? Ich bin der beste Dieb der Branche, aber nicht der bekannteste. Ich muss vorsichtig sein, damit es so bleibt. Außerdem musste ich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Sie sind wirklich Commander Shepard. Hat Cerberus Sie über die Mission informiert? Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass Sie nicht früher zu mir gekommen sind. Vermutlich meine Schuld, weil ich so schwer zu finden bin. Also eigentlich ist das erste Ziel. Wir haben jetzt erstmal was Wichtiges machen müssen. Ja, Sie und Cerberus. Was hat Sie zu Cerberus gebracht? Das ist eine lange Geschichte. Kurzfassung, Sie haben mich gesucht, also habe ich Sie beschattet, um den Grund dafür herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass Sie jemanden suchen, der sich Ihnen für eine wichtige Mission anschließt. Und für die Verpflichtung haben Sie einen ordentlichen Bonus angeboten. Es gibt da etwas, wobei ich Hilfe brauche. Und so kam der Deal zustande. Und jetzt sind wir hier. Okay. Was für Deal? Ich nehme an, ich sollte etwas mehr über diesen Deal wissen. Oh ja, das wurde vermutlich bisher lediglich vergessen. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen und ich habe vor, sie zurückzuholen. Ja, wenn Zeit dafür ist. Mal sehen, was wir da tun können, aber ohne Garantie. Natürlich. Aber Sie wollen doch sicher unbedingt wissen, wie es ist, mich bei einem Raub zu begleiten. Ja. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit einer Werbung reden. Wir sehen uns an Bord. Wow, das war jetzt überraschend einfach. Okay. Wow, das sieht hier alles so neu aus. Also ist gut, aber ja, okay. Sicherheitsvorkehrungen wurden seit Ihrem letzten Aufenthalt offensichtlich verschärft. Ganz leicht. Ausschalten. Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Ich war nur fast tot. Aber versuchen Sie mal, das auf Regierungsformularen zum Ankreuzen zu finden. Hey, wir müssen das für Sie in Ordnung bringen. Warum reden Sie nicht mit meinem Captain? Der steht direkt hinter den Scannern, auf der rechten Seite. Ach, jetzt gibt's doch eine Karte. Wow. Holy shit. Okay. Rapid kommen, Random Explosion, Citadel, Souvenirs. Hier gibt's echt viel zu entdecken. Und das wurde ich alles Sachen, wo man Geld ausgeben kann. Ja, dann. Ja, gehen wir mal hier nach rechts. So viel auf einmal. Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie nur fragen. Ich weiß, Sir. Wenn Ihnen das auf den Magen schlägt oder Sie Angst davor haben, gemeldet zu werden, kann ich mich darum kümmern. Nein, Sir. Ich werde schon damit fertig. All mit euch. Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Aber wie ich sehe, sind Sie ein vielbeschäftigter Mann. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Ja. Das wäre großartig. Fertig. Sie können gehen. Sie sollten trotzdem mal rauf ins Präsidium gehen. Der Rat wäre bestimmt daran interessiert, dass einer seiner verschollenen Spectres noch am Leben ist. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen der Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit. Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst, kriegst du es auch.
Wie auch immer. Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Okay, ein bisschen schräg, dass er das gemacht hat, aber ich will mich mal nicht beschweren. Okay, haben wir wieder unsere tolle KI. Da haben wir die Taxis hier unten. Jetzt mal gucken. Ich würde gerne mal dazu den Souvenirs rein. Schauen, was es hier gibt. Citadel Souvenirs. Moin Sen. Guten Tag, meine Freunde. Willkommen auf der Citadel. Ihr Klassendenken vorwerfen. Empfehlung gefällig? Ich probier's mal. Diese Geschäfte gehören ja dem Rat. Bekommen Regierungsangestellte also einen Rabatt? Ja, in der Tat. Welche Position haben Sie? Ich war früher Inspektor. Ach, herrje. Ich wusste gar nicht, dass Inspektor kündigen kann. Jedenfalls berechtigt Sie das nicht zu einem Rabatt. Wie wär's, wenn ich noch eine Empfehlung von dem Mann drauflege, der Saren besiegt hat? Sie sind Shepard? Ach, herrje. Ich würde mehr verkaufen. Und das ist mit Sicherheit einen Rabatt wert. Was soll ich tun? Sprechen Sie einfach Ihre Empfehlung in meine Konsole. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ausgezeichnet. Ich lasse das von meiner Büro-VI sofort in unsere Werbung aufnehmen. Ja, ich kann jetzt nichts kaufen, oder was? Oh, das ist hier. Ach, da. Weltraumhamster. Oh. Catfish. Okay, ein Modell. Ein kleines Modell, das ist nur mit SR1. Ja, das möchte ich gern. Ja. Und das mit den Fischen hätte ich auch gern. Aber den Hamster nicht. Okay, cool. Müssen wir dann schauen, wo das Ganze dann gelagert wird. Dann hätten wir das schon mal. Was gibt es da noch? Transport. Kommt nochmal. Rotem-Expeditionen. Darkstar Launch. Sahonis Application, Certi Foundation, Lagerhaus, Rapid Transit. Ach, wisst ihr was? Wir gehen nochmal zum Rad. Sollten wir das erstes Mal machen. Gehört, dass die Seen oben auf dem Präsidium voller Fische sind? Nein, sind sie nicht. Ist sie schon oben? Nein. Seesicherheit lässt mich nicht. Ich bin ein Risikoreister. Okay. Also, oh, das ist hier eine viel bessere Übersicht. Ja. Aber, nee, Präsidium. Ich gehe mal zum Präsidium. Shepard. Er ist auch wieder da. Willkommen zurück unter den Lebenden. Ich war nicht sicher, ob Sie meine Nachricht erhalten haben. Es ist lange her, Captain. Ich bin jetzt Ratsherr. Ich musste meinen Auftrag niederlegen, als ich Teil des Rats wurde. Ich bin froh, dass Sie da sind. Obwohl ich darauf gehofft hatte, dass der Rest des Rats bei diesem Treffen ebenfalls anwesend sein würde. Leider hören Sie nur selten auf mich. Manchmal frage ich mich, ob Odina nicht doch die bessere Wahl für dieses Amt gewesen wäre. Keiner hat behauptet, dass es leicht wird, aber ich kenne sie. Sie sorgen dafür, dass Dinge erledigt werden. Danke für Ihr Vertrauen. Aber Odina würde wohl kaum zustimmen. Seiner Ansicht nach habe ich beim Umgang mit anderen noch viel zu lernen. Ich weiß noch immer nicht, warum ich herkommen sollte. Es wird seit Ihrer Rückkehr viel geredet. Manches davon ist offen gestanden ein wenig beunruhigend. Ich wollte Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Handlungsweise zu erläutern. Vielleicht brächten Sie den Rat dazu, die Dinge aus Ihrer Perspektive zu sehen. Aber Sie wollen sie nicht empfangen. Sie haben den vorherigen Rat beim Angriff der Sovereign auf die Citadel sterben lassen. Man ist der Ansicht, die Interessen der Menschheit wären Ihnen stets wichtiger als die Belange der Galaxie. Was? Die Gerüchte über Ihre Zusammenarbeit mit Cerberus waren dabei auch keine Hilfe. Was machen Sie eigentlich da draußen? Nee, das stimmt eigentlich nicht. Ja, ich rette die Menschheit. Mal wieder. Cerberus scheint die einzige Gruppierung zu sein, der unsere vermissten Kolonisten etwas bedeuten. Die Kolonisten haben mein Mitgefühl, Shepard.
Aber sie sind hinaus in die Terminus-Systeme gezogen, um sich von der Allianz loszusagen. Wir können sie nicht beschützen, aber sie können es. Zumindest versuchen sie es. Und ich habe das Gefühl, dass hier noch mehr vor sich geht. Die Reaper sind wieder auf dem Vormarsch, aber nicht über die Geth, sondern über die Kollektoren. Sie stecken hinter den verschleppten Kolonisten. Die Kollektoren? Das hatten wir nie in Erwägung gezogen. Es gibt kaum Daten darüber. Sie schienen immer nur eine Randbedrohung zu sein. Wenn sie nur eine Tarnung für die Reaper sind, wäre das ein Hammer. Aber selbst das reicht womöglich nicht aus, um den Rat aus seiner Lethargie zu holen. Die anderen waren die letzten 2 Jahre damit beschäftigt, sich einzureden, dass die Reaper gar nicht existieren. Ich habe versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber das wollen sie gar nicht. Es ist viel praktischer, die Sovereign einfach als Kriegsschiff der Geth zu betrachten. Wie ignorant. Da war es kurz vorm Abgrund. Gab eine Megaschlacht und dann sowas. Oh, die müssen wir alle mal in den Kopf klatschen. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, Marcus ändert sich nie. Der ursprüngliche Rat bestand aus blinden, sturen Einfallspinseln. Der neue scheint nicht viel besser zu sein. Es liegt an Ihnen, die Reaper aufzuhalten, Shepard. Ich kann Ihnen nur einen Titel anbieten, falls Sie ihn wollen. Ich kann Sie wieder in den Spectre-Status erheben. Ich gewinne damit zwar keinen Beliebtheitswettbewerb, aber Sie können das nicht verweigern. Ihr Titel wurde Ihnen nach Ihrem Tod niemals offiziell aberkannt. Außerdem sind Sie für die Menschheit nach wie vor ein Held. Und der Rat kennt die Risiken, Ihre Meinung einfach so zurückzuweisen. Könnte vielleicht nützlich sein. Ich nehme alles, was Sie mir geben können, alter Freund. Und wenn es von Ihnen kommt, ist es genauso viel wert wie beim ersten Mal. Die Zeremonie fällt kleiner aus und hat mehr Symbolcharakter, als ihr gut tut. Aber in manchen Kreisen hat der Titel immer noch Gewicht. Der Rest liegt an Ihnen. Ich halte Ihnen den Rücken vor dem Rat und der Allianz frei. Das dürfte nicht schwer sein, solange Sie in den Terminus-Systemen operieren. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Hoffentlich haben Sie nichts Unbedachtes getan, Ratsherr. Etwa ein Treffen mit dem Rat anberaumt. Das könnte zu ernsthaften politischen Konsequenzen führen. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Odina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Schönen Tag noch Ihnen beiden. Tut mir leid. Odina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Odina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? Es wäre schön, wenn er mitkommt, aber ich glaube, hier ist es besser, wenn er uns hier unterstützt. Ja, der Schaden an der Zitadelle. Wie lange hat es nach der Schlacht gedauert, hier alles wieder zum Laufen zu bringen? Wir sind noch mittendrin. Die Handelszentren und die am dichtesten bevölkerten Bezirke sind fertig. Aber mit der völligen Wiederherstellung ist erst in rund 5 Jahren zu rechnen. Aber die Keeper überraschen uns immer wieder. Als ob unsere Reparaturen sie stören würden. Wir stellen irgendein hässliches neues Teil auf und ein paar Tage später haben sie es wunderbar verschönert und integriert. Für schwere Bauvorhaben sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und ich habe keine Ahnung, woher sie die Ressourcen nehmen. Aber ohne sie würden wir niemals fertig werden. Es überrascht mich, dass niemand erkennt, dass die Sovereign keine Technologie der Geth ist. Wurde denn das Wrack nicht untersucht? Da gibt's nicht viel zu sehen.
Überall auf der Station hat es Teile davon geregnet. Es herrschte Chaos und unzählige Spezies haben in den Bezirken ihre Toten gesucht. Wir haben so viel geborgen, wie wir konnten. Aber wegen der Keeper und nicht autorisierter Bergungen liegt heute weniger als die Hälfte von dem Ding vor. Außerdem wollen sie nicht zugeben, was die Sovereign war. Mein letzter Stand ist, dass wir immer noch Widerstandsnester bekämpfen. Hier und dort. Aber die sind zunehmend schlechter organisiert. Krieg kann man das schon lange nicht mehr nennen. Es ist eher eine Aufräumaktion. Ich würde sie noch nicht völlig vernachlässigen, aber relevante Verluste haben wir schon seit Monaten nicht mehr. Wenn ein ziviles Schiff ein Nest entdeckt, schicken wir eine Einheit und heben es aus. Sie sind für uns keine Schreckgestalten mehr, so wie früher. Was ist nach der Zerstörung der Normandy aus Staff Lieutenant Alenko geworden? Staff Commander Alenko ist noch immer bei der Allianz, aber er hat eine Sondermission. Streng geheim. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht, solange sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Tut mir leid. Ja, ist jetzt nicht so, dass er das unbedingt will. Aber ja. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Ja, das stimmt. Und dann habe ich auch noch seine beste Dame hier mit. Okay, schauen wir kurz auf die Karte. Okay, er zeigt das gar nicht an. Interessant. Ach so, das ist nur der Bereich hier gewesen. Was gibt's denn hier? Okay. Gehen wir mal dahin. Also die Animationen, dass man sieht, wo man da eigentlich effektiv hingeht, sind schon nice. So, da muss jetzt wohl ein bisschen mehr laden. Das ist ja mal mega hübsch. Mit Jakob reden? Hä? Mein letzter Besuch auf der Citadel ist Jahre her. Hier ändert sich auch nichts, egal wie lange man weg war. Für manche ist das wahrscheinlich beruhigend. Einfach zu verleugnen, dass das hier irgendwann mal enden kann. Das ist wohl wahr. Unschöne Aussicht. Habe ich jetzt hier wieder eine aktuelle Karte? Ja, habe ich. Ich möchte gern hierhin mal gehen. Einfach nur um zu gucken, was das ist. Geile Uniform. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angerechnet. Nee, aber... Wissen Sie, was gut ist? Allianz-Corsa. Die Schlachten sind ziemlich realistisch, aber es macht trotzdem Spaß. Und okay, es lässt sich doch, kann ich nicht weiter was machen. Rotem-Expeditionen. Was macht man hier? Mensch. Ich gehe mal genauso böse zurück. So wie ich das sehe, verkaufen Sie Jagdausrüstung. Ich wäre daran interessiert. Wozu brauchen Menschenplünderer Schusswaffen? Die schlagen doch nur zu, wenn ihre Beute sich nicht mehr wehren kann. Wie damals, als die Citadel von Geth angegriffen wurde und die Iren den Rat getötet haben. Soweit ich mich erinnere, sollte ihre Flotte den Rat beschützen, aber die Sovereign ist einfach hindurchgepflügt. Schade, dass ihre Admirale uns nicht früher um Hilfe gebeten haben. Wenigstens sind wir ja jetzt hier, um sie zu beschützen. Was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass Sie mir helfen werden, indem Sie diese Waffen zum Selbstkostenpreis verkaufen, weil Sie genau wissen, dass die Menschen die beste Verteidigung sind, die dieser Ort im Moment hat. Na schön, wie Sie wollen. Kaufen Sie was und dann raus hier. War mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Fahren Sie zum Teufel! Oh, was für eine Konter! Ah, ich lieb's. Okay, schauen wir mal, was gibt's denn hier so Tolles? Präzisionsgewehr, Schaden. 10%. Ah ja, das kaufe ich mal. Das sieht interessant aus. Weg. Ja, das klingt auch gut.
Ja, kaufe ich auch mal. Geld habe ich hier. Schildstärke ist auch okay. Cool. Okay, alles klar. So, was haben wir hier sonst noch so Schönes? Darkstar Lounge. Das ist, mal kurz gucken. Da entlang, das werden wir uns auch nochmal anschauen. Für 10 Credits bieten wir Datenschutz auf jedes bei uns gekaufte Spiel. Sollte der Kopierschutz jemals versagen, können Sie umsonst eine neue Kopie downloaden. Okay. Datenschutz kostet also extra. Was darf sein? Ich will das Stärkste, das Sie haben. Kein Problem. Es ist grün. Und haut Sie garantiert um. Außer Sie haben Dextro-DNS wie ich. Dann sind Sie ganz tot. Noch etwas? Irgendwas Interessantes gehört, was hier so abgeht? Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Okay. Momentan will ich nicht. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich's anders überlegen. Ah, ich hätte es noch witzig gefunden, wenn es noch irgendwie... Okay, dann hätten wir das auch mal gesehen. Ach, ist die Musik laut. Okay, schauen wir mal ins Tagebuch. Gibt es noch irgendwas auf der Citadel? Also die ganzen Dossiers. Ja, das ist klar. Kasumi Erinnerungsdiebstahl. Wenn ich das weiß, wir können. Okay. Kogana Sushi. Kogana auf Ebene 70 der Zeit, ich würde gerne mal einen Fisch aus dem Seelen Präsidium probieren. Ich würde gerne mal einen Fisch aus dem Seelen Präsidium, aber im Präsidium konnte man ja nicht sehr viel machen. Die Leute wollen ihre Geschichte hören, Shepard. Was? Wer hat das gesagt? Ach, sie schon wieder? Kurz Zeit für... Kalisa bin Sinan al-Jilani, Westerlund News. Ich habe sie vor 2 Jahren interviewt, als sie Inspektor wurden. Sie haben sich vor der Kamera gut präsentiert. Haben Sie eine Minute Zeit? Ja. Sie wollten die ganze Zeit, dass es so aussieht, als hätte ich die Erde an den Rat verraten. Am Ende haben Sie das Gegenteil bewiesen. Jetzt sind Sie zurück und damit wieder eine Nachricht. Ich will nur Ihre Geschichte hören. Es heißt, Sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von Ihren Worten ab. Demnach haben Sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension im Stich lassen und fast 10.000 Leben opfern, einschließlich des bisherigen Citadel-Rats. Die Rettung aller sieht man nur in Videos. Es gibt immer Opfer. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass sie zum höheren Ziel führen. Diese Wahrheit ist allen Soldaten bekannt, Offizieren wie Kampftruppen. Unterstellen Sie mir bloß keine leichtfertige Entscheidung. Ich wollte Ihnen nicht vorwerfen... Natürlich wollten Sie das nicht. Sie werden von niemandem respektlos reden, der damals sein Leben gegeben hat. Das sind Helden. Alle. Sie haben was Besseres verdient als Sie. Ah, okay. Commander Shepard, erster menschlicher Spectre. Held der Schlacht um die Citadel. Video prüfen. Haben wir's? Na toll. Das war's? Meine eigenen Show bloßgestellt. Ja, geschieht irgendwo recht. Oh, galaktische Nachrichten. Das werden wir auch mal anhören. 2 Jahre nach der Zerstörung der Destiny Ascension ist die Planung einer Flotte für die neue
Okay. So, dann gehen wir nochmal zum Präsidium und schauen uns das mit den Schiffen an. Ah, nicht Schiffen, Fischen, so. Gehen. Aber das ist ja nur bei ihm da so. Kann ich da runter? Nee, ne? Ich will da runter. Anderson, ich hätte gerne einen Fisch. Kann ich etwas für Sie tun, Shepard? Nee. Auf Wiedersehen. Meine Tür steht Ihnen immer offen. Schade. Ah, das sind wieder die Nachrichten. Gehen wir nochmal auf ID 27. Da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich frage mich, wie so ein Präsidiumsfisch wohl schmeckt. Ich sag dir doch, da oben gibt es keine Fische. Ich hab gehört, dass ein... Ja, 10 hat wieder das Gleiche. Okay, Zielsicherheit, Search Information. Ja, ich glaube, das war's. Das werde ich mal separat nochmal anschauen. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück auf die Normandy, die gehen. Als allererstes, wenn man unser Quartier. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Na gut, das kann ich mir aber in mein Quartier angucken. Und da will ich jetzt mal meine neuen Sachen bewundern. Haben wir jetzt Fische drin? Oh ja. Oh, Fische füttern. Oh, cool. Die Modelle. Wo war das jetzt gerade mit der Musikanlage? Weg. Ich wäre froh, wenn du ganz aus wärst. Okay, also dann werden wir doch nochmal alle Schiffe kaufen, damit wir hier alle drin haben. Ach, ist ja sehr cool. Erfolge sind jetzt hier weniger interessant, aber schauen wir mal wegen der Nachrichten. Ungelesene Nachrichten. Nachricht von Anderson, falls sie gerücht wasen sollten. Von der unbekannte Shepard, wir haben Übereinkunft mit der Franzosen. Achso, ja. Oberlehrer, Bogenprojektor. Machen wir alles als gelesen, das ist ja. Das, was wir ja eh schon wissen. Okay, dann wollen wir die Ausrüstung noch anpassen. Panzerung, Schultern. Da kann ich nicht sehr viel machen. Aber wir haben doch Sachen gekauft gehabt. Naja, okay. Dann werden wir das noch bei den Waffen angucken. Aber das machen wir. Ach, der Helm ist jetzt da. Okay, krass. Ja, gut. Allzu viel ist jetzt in der Episode nicht passiert, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die Citadel müssen wir uns im Detail noch angucken. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die Crew aufstocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.